Hallo zusammen. Nicht wundern, der Winkel ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber es geht auch nicht um mich, es geht ja heute um den schönen Kamado-Grill hier. Ihr habt einen Kamado-Grill und ihr wollt den zum ersten Mal in Betrieb nehmen, beziehungsweise bevor ihr das erste Mal grillt, müsst ihr den einbrennen. Warum ist das so? Das ist hier nicht der Fall wie bei einem normalen Kugelgrill, dass man sagt, man möchte eine Patina entwickeln, hier so eine Art Hitzeschutz oder eine Isolationsschicht. Das ist bei diesem Grill schon automatisch vorhanden. Hier ist es vielmehr so, dass wir Rückstände haben aus der Herstellung in der Fabrik. Hier ist zum Beispiel dieses man sieht es jetzt hier nicht, okay. Hier sind so Klebenaht von dem Dichtungsrohr. Man riecht es auch ein bisschen, dass da teilweise Fette, Öle, Kleber benutzt werden. Das wollen wir alles rausbrennen. Ich habe den Grill eigentlich schon mal eingebrannt. Ich mache es jetzt aber trotzdem noch ein zweites Mal, weil wir hier sehen könnt, ja doch, man sieht es relativ gut, es ist relativ viel Kohlestaub drauf. Warum? Weil ich Kohlebriketts benutzt habe und das wollen wir nicht benutzen. Warum wir es nicht benutzen, zeige ich euch jetzt und dann machen wir zusammen den Grill an. Also ihr seht das ja hier, darauf kommt dann später die Kohle und hier würde es dann durch die Löcher runterfallen, die Asche. Hier an den Seiten, die vier Löcher. Ja, das ist zur Durchlüftung oder vielmehr, dass Sauerstoff an den Brennstoff kommt. Und bei einem Kugelgrill könnt ihr natürlich dann irgendwo unten an irgendeinem Hebel hier ziehen und drehen und bewegen, dass die Asche, die sich hier befindet, runterfällt. Das geht hier natürlich nicht. Ne? Selbst wenn man mal rüttelt und rüttelt, passiert nicht viel. Deswegen ist es wichtig, dass die Löcher hier frei bleiben und nicht durch diesen feinen Staub voll bedeckt sind. So, innen drin befindet sich solch ein Anzünder, das habe ich, nehme ich immer zwei Stück. Bei der Größe des Grills hier, der ist ja relativ klein noch, da reicht es, ein so ein Glutnest zu machen. Das heißt, wir legen in die Mitte einen so einen Anzünder, zünden den an. Jetzt schaue ich mal gleich, ob man das, man kann es relativ gut sehen auf der Kamera. Und dann, wenn das schon mal ein bisschen hochbrennt, legen wir später noch auf das Feuer einen von diesen schönen großen Kohlestücken. Und das sind auch die Kohlenstücke, die wir haben wollen. Ne? Schön große Stücke. Ich habe hier einen Sack Kohle, einen 10 Kilo Sack bei Amazon jetzt bestellt für irgendwie 30 Euro. Ob der jetzt so gut ist, das weiß ich nicht. Ne? Ich kriege da kein Geld für. Hallo Black Selling, ich bekomme kein Geld. Vielleicht mal überlegen. Nein, so meine ich es nicht. Also ich kriege da kein Geld für aktuell oder sowas. Ich habe es einfach mal geholt, hat mir ein Kumpel empfohlen, ob es gut ist. Werden wir sehen. Soll aber relativ wenig Rauch machen und wohl auch keine schlechten Geschmäcker, wie auch immer. Der Grill bleibt jetzt so eine Viertelstunde auf. So, die 10-15 Minuten sind um. Ihr hört ja schon 10-15, das heißt, ich achte da auch selber nicht so genau drauf, gucke auch nicht so auf die Uhr. Aber die Kohle in der Mitte ist schon mal ganz gut durchgeglüht. Jetzt kommt gleich der Deckel drauf. Aber ich nehme euch jetzt mal mit in die genaue Ansicht, dass wir das alles uns mal genau angucken. Eine Sache noch, Kamado ist für mich selber neu, habe ja den selber erst vor kurzem gekauft und dann auch noch selber etwas neu kennen. Ruhig abonnieren, dann seht ihr so ein paar Videos, was ich mit dem Grill alles mache oder was der für Funktionen hat, um dann auch mal Fehler zu machen, die ihr dann nicht machen müsst. Lohnt sich, glaubt mir mal, die Fehler, Katastrophe. Los, Herr Gebrickets, verwenden. So, nach einer Viertelstunde sieht das hier schon so aus. Ihr seht richtig, die Glut tief von unten geht jetzt langsam immer weiter nach außen. Ich mache den jetzt nur ein ganz kleines bisschen, verteile ich das. Guck mal, was das teilweise für schöne große Stücke sind. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Und das Ventil hier oben komplett auf. Man kann es auch so zumachen und diese Löcher hier komplett auflassen. Das ist jetzt eigentlich egal. Wichtig ist, dass es komplett auf ist. Und hier unten auch komplett auf. Der Unterschied, hier sehen wir die Temperaturanzeige, knapp 100 Grad Celsius. Der Unterschied, beim Einbrennen gibt es zwei Varianten. Die eine ist, wir lassen die Temperatur so lange hochgehen, bis zum geht nicht mehr, bis ganz am Ende ist. Und die zweite Variante wäre, wir gucken, lassen den Grill bei irgendwie 150 mal kurz pausieren, warten dann eine halbe Stunde,
und lassen dann wieder hochgehen bis 250, 300, warten dann ein bisschen und vielleicht mal ganz zum Ende. Ich mache jetzt Folgendes, weil der Grill schon einmal eingebrannt war oder ich ihn schon mal habe einmal einbrennen lassen. Guck mal, ich glaube, hier kommt sogar ein bisschen Rauch an der Seite raus. Sieht man das? Ja, ist natürlich nicht so schön hier, ne? Weil das schon mal eingebrannt war, lasse ich ihn jetzt einfach richtig hochgehen. Das soll es gewesen sein. Euch viel Spaß. Wollen wir mal das Feuer gucken? Ja, genau. Das ist auch noch eine Sache, auch noch ganz, ganz wichtig. Fällt mir gerade ein, jetzt sieht man es ganz gut. Nie irgendwie die Klappe so richtig schön aufreißen, sondern wie bei einem Kamin, bisschen aufmachen, 1, 2, warten und dann öffnen. Einen Zwischenbericht wollte ich nochmal liefern. So sieht nach einer Stunde ungefähr nach ungefähr einer Stunde hochheizen der Kamado aus. Gute 250 Grad. Schauen wir mal rein. Kurz aufmachen, warten. Schaut euch mal dieses Glutbett an. Herrlich. Und hier sieht man ja, jetzt fokussiert er auch, ja, das sind hier diese Schmieren aus der Produktion. Die will man quasi rausbrennen.